Hallöchen. Worum es heute geht, heute geht es mal ein bisschen um die Speed Challenge. Ja, aber erstmal Intro. Damn. Yeah. So, da sind wir wieder. Ja, heute soll es mal ein bisschen um die Challenge gehen. Die Regeln werde ich jetzt nicht nochmal erklären. Das könnt ihr euch, wenn ihr mitmachen wollt, in der Gruppe, da müsst ihr sowieso drin sein, könnt ihr euch durchlesen. Da steht alles Wichtige. Ich will nur noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf das Verhalten in der Gruppe selbst und noch so ein paar Dinge über die Speedruns selber. Erstens, es sollte für jeden klar sein, dass ihr euch eine freie Straße aussucht. Wir werden das hier so machen, dass alle Läufe, wo Autos, parkende Autos sind in Wohngebieten, in der Nähe von Spielplätzen, werden wir alles nicht gelten lassen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass die Gefahr viel zu groß ist, dass da irgendwelche Menschen verletzt werden durch im Endeffekt eure eigene Dummheit. Um euch selber zu schützen, irgendjemanden zu verletzen. Oder euch selbst oder was auch immer, werden solche Läufe nicht anerkannt. Das habe ich so beschlossen und auch mit den anderen Admins mal angesprochen gehabt. Und das werden wir jetzt so machen. Ich habe da jetzt nichts extra in die Regeln geschrieben, weil das ist Blödsinn. Das sollte eigentlich jedem klar sein, aber nur für den Fall, dass ihr das wisst, dass ihr das schon mal gehört habt. Werden solche Läufe nicht anerkannt. Also erst Hirn einschalten, dann Speedrun fahren. Man hat es oft gesehen, die meisten Leute, die letztes Jahr Speedruns gemacht haben, waren Arne und Mick, also AB Racing und der Silversea. Die sind extra in ein Gewerbegebiet gefahren, wo keiner ist, außer sie selbst. Und wenn sie sich selber umkommen, sind sie halt selber schuld, das ist klar. Ja, die haben das vorbildlich gemacht und so sollte es eigentlich auch sein. Es waren natürlich auch viele, viele andere, die sich freie Plätze gesucht haben, aber ich habe da so ein paar Sachen gelesen und da dachte ich mir, nee, also sowas wird nicht anerkannt, sowas wollen und dürfen wir auch nicht unterstützen, solche Kamikaze-Aktionen und ja, so viel erstmal dazu. Dann natürlich das Verhalten in der Gruppe selbst. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen oder auch nicht. Ich sage gar nichts mehr dazu. Es werden Kommentare wo Leute angegriffen werden oder wo Diskussionen auftauchen werden, instant gelöscht. Ich sag da gar nichts mehr dazu, ich lösche das einfach. Ich habe unter das eine Bild, glaube ich, 30 oder 40 Kommentare gelöscht. Das Bild ist noch drin, aber alles gelöscht. Und somit ist dann das Ganze ausgemerzt. Warum mache ich das? Ganz einfach. Ich habe die Schnauze voll von diesen ganzen Rumgejammere, Rumgezetere wie ein paar alte Waschweiber. Entweder ihr seht es sportlich oder ihr lasst es, ganz einfach, wenn ihr nicht in der Lage seid, anzuerkennen, dass andere Leute schneller oder besser sind oder was auch immer, ist das nichts für euch. Ganz einfach, kurz und schmerzlos. Klingt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist halt so. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Diskussionen und ich habe auch schon gesagt, wenn mehrere Diskussionen auftauchen, werden die Leute auch entfernt aus der Gruppe, ganz einfach. Es gibt ja so einen Abklatsch von uns, dann könnt ihr damit fahren, von mir aus, aber bei uns dann nicht. Dann wurde ich jetzt noch häufig gefragt, wann denn der Artikel in der Carson Details ist. In der jetzt aktuellen ist der Eintrag von uns drin, also ein kleiner Artikel nur. Ich habe auch von jemandem den Artikel geschickt bekommen, habe das in die Gruppe geteilt. Wer sich das anlesen will und nicht die Zeitung kaufen möchte, kann das da gerne tun. Was gibt es noch zu sagen zu der Speed Challenge? Der Logger ist klar, deswegen zu den Regeln muss ich eigentlich nichts weiter sagen. Wie gesagt, die einzigen Änderungen zu letztem Jahr sind eigentlich nur, dass es jetzt mehr Gruppen gibt. Es gibt jetzt Brushes, Brushed, Nitro und Benzin. Somit sind alle abgedeckt und alle glücklich, hoffe ich. Weitere Gruppen wird es nicht geben, auch nach wiederholtem Fragen. Es wird keine anderen Gruppen geben.
Ganz einfach aus dem Grund, viele verstehen das nicht, warum wir nicht Open Wheel machen und bla bla bla. Überlegt mal, letztes Jahr waren 300 Mitglieder und es sind gerade mal 36 oder 37 Läufe, die gültig waren, zustande gekommen. Wenn ich das jetzt auf 20 Gruppen aufteile, ist in jeder Gruppe ein Fahrer und hat gewonnen. Das ist doch Schwachsinn. Ihr müsst wirklich mal ein bisschen selber überlegen, dann kommt ihr auch auf die Antwort. Ganz einfach. Deswegen gibt es halt nur die Gruppen, wenn im Brush nur, was weiß ich, zwei Leute antreten, ja, dann ist es halt so. Aber Brushless und Nitro werden einige Leute dabei sein. Soweit, wie ich es jetzt erfahren habe. Benzin werden auch nicht viele sein, denke ich mal. Aber mal schauen, was noch kommt. Das fängt ja jetzt erst an. Und zwar, heute haben wir den 28. Also in 4 Tagen oder 5 Tagen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es bald los. Ja, dann wurde ich noch gefragt, ob man bei Facebook angemeldet sein muss. Im Prinzip ja. Ihr könnt aber auch über einen Freund euren Lauf posten in der Gruppe. Also wenn ihr jetzt nicht bei Facebook seid und wollt euch da auch nicht anmelden, könnt ihr das auch über einen Freund machen. Das ist eigentlich gar kein Problem. Wichtig ist halt nur, das Video muss bei YouTube sein, es muss vernünftig gekennzeichnet sein, also der Titel. Und es muss halt aktuell sein. Also sprich, alle Läufe vor dem 3.3. sind eh nichtig. Die braucht ihr gar nicht posten, weil das ist Blödsinn. Also könnt ihr gerne posten, aber die gehen halt nicht in die Wertung ein. Ja, mit den Namen wurde ich noch gefragt, jetzt ist es mir gerade eingefallen. Mit den Namen, ob man mit echten Namen, ob man seinen echten Namen preisgeben muss, ja. Aus dem einfachen Grund, wenn jeder einen Nickname nimmt, wird keiner mehr draus schlau, zum einen. Zum anderen gibt es ja auch was zu gewinnen, ne? Das hatte ich ja in irgendeinem älteren Video mal gesagt. Ich habe hier eine Actioncam bekommen und die kriegt dann der Gewinner der ganzen Sache. Und deshalb einfach aus dem einfachen Grund, genauso gibt es keine Nicknames für Autos. Wenn es jetzt ein Eigenbau, kompletter Eigenbau ist, was wir aber noch nicht hatten, kann man da sicherlich was machen. Aber wenn es Autos sind, die nur umgebaut sind, wie es zum Beispiel MIG One ist, ja halt ein Slash 4x4, gibt es ja keinen Zweifel dran. Oder was weiß ich, irgendeinen umgebauten FG, das ist halt ein FG, das ist nichts Selbstgebautes, das ist nichts Eigenentwickeltes oder ja, deswegen. Ich glaube auch nicht, dass wir Eigenentwicklung dieses Jahr haben werden. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich da gern eines Besseren belehren. Und ja, da wünsche ich allen Teilnehmern, würde ich mal sagen, viel Erfolg. Wenig Verlust an RC-Teilen. Also beziehungsweise wenig Schäden. Ja, passt auf eure Knochen auf und fahrt ein bisschen mit Verstand. Das ist ganz wichtig. Und das soll es soweit von mir gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.